Das ist scheiße. Wie soll man... Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieser hässliche Hurensohn kommt. Jedes Mal fickt er mich in den Arsch. Und jedes Mal nervt die Scheiße auch noch. Mann! Shut up, John. So, meine Kartoffelfreunde. Und willkommen zu einer weiteren Folge... The Evil Within. Letztes Mal waren wir, ich glaube, es war so gruselig, ich hab's erfolgreich verdrängt. Nein. Wir müssen die Tür öffnen. Also, die eine, die versperrt war, und müssen verschiedene Nervenzentren in diesen verschiedenen Gehirnen aktivieren. Und, ja, wir waren letztes Mal hier, sind danach leider verreckt und dann habe ich gedacht, ja komm, dann kannst du halt die Scheiße hier auch abbrechen. Macht, ergibt keinen Sinn. Und, ja, das Problem ist, mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Okay, das war wieder mal Rövik. Und, es ist einfach nur so ultimativ gruselig. Oh! Oh nein, ich hasse ihn! Was macht er? Was macht er? Was macht er? Never, never, nein, nein! Ach komm, Leute, echt. Das ist doch nicht normal. Dieser Rövik, ne? Das ist ein übler Bursche. Das ist scheiße. Wie soll man... Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieser hässliche Hurensohn kommt. Jedes Mal fickt er mich in den Arsch. Und jedes Mal nervt die Scheiße auch noch. Mann! Jetzt halt dein Maul! Das Ding ist, er braucht halt nur den Arm ausstrecken und fickt uns dann. Das ist halt ultra scheiße. Das ist echt kacke. Jedes Mal erschrecke ich mich, wenn der scheiß Hurensohn da kommt, Alter. Das ist echt nicht witzig. Nicht mehr witzig ist das. Also selbst... Ich glaube, ich habe mein Handy nicht auf Stumm gestellt, ne? Weißt du, ganz ehrlich, selbst... Oh. Naja, selbst wenn ich mich verstecke, findet er mich, oder... Oh. 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 Jedes Mal erschrecke ich mich bei der Scheiße hier. So. Hier war der zweite. Jetzt nur noch eins. Ja genau, und jetzt müssen wir hier nach rechts. Jetzt ist noch die Frage, wie komme ich hier durch? Alter, diese Stimmung in diesem... Ich weiß nicht, dieser Teil ist echt richtig gruselig. Ich weiß nicht warum. Aber dieser Part von dem Spiel fickt mich gerade richtig. Ich habe durchgängig Gänsehaut. Ich meine, habe schon mal erzählt, wie was für eine wahnsinnige Atmosphäre dieses Spiel für mich darstellen kann. Aber es ist wirklich echt einfach unangenehm schon, wie wie gruselig das ist. Hier ist bestimmt auch noch was drunter. Nee. Hier kommen wir nicht hinter. Das Blöde an Rövik ist halt, er kommt in unregelmäßigen Abständen und immer an den ungünstigsten Orten. Oh. Ich sehe schon kommen, wenn ich gleich die Tür aufmache, kommt wieder Rövik und ich sterbe wieder.
Hallo? Hallo? Oh nein, da ist wieder eine Notiz. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter, sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Ja, okay. Sieht aus wie ein Safe. Okay, wir müssen die Schlüssel finden. Oh, ich hab so Angst vor Ruvik. Oh, da ist noch irgendwas. Was kann man hier noch nehmen? Hä? Also wir müssen irgendwas irgendwo... Was ist das? Oh, da. Glimmery Debris. Wir müssen irgendwas irgendwo reinschieben und ich weiß nicht, woher wir was kriegen. Wir können Ruvik nicht töten. Er kann uns aber töten. Ja. Klingt fair. Auf jeden Fall, das sollten wir beibehalten, dieses Schema. Das klingt ohne Spritze. Können wir nicht nehmen. Dann hauen wir uns den... Das wählen wir aus und die ballern wir uns rein. So, also... mal gucken, was hier drunter ist. Nichts, gut. Das hört sich schon richtig böse an da draußen. Ich traue mich gar nicht herauszugehen. Oder gar nicht mehr. Hier ist auch nichts drin. Ja, wir müssen diese verschiedenen Schlüssel finden. So. Aber... Oh! Stirb! Du blöde Ho, Alter! Dieses Geräusch, es ist so abgefuckt. Und jetzt guckt euch das an. Wir sind in einem winzigen Raum. Ruvik kommt hier jetzt rein. Wie sollen wir Ruvik entkommen oder töten? Fick dich. Fick dich. Oh, oh, oh. Verschwinde! Geh weg! Geh weg! Oh, das ist so abfuck! Okay, den werden wir erstmal wieder los. Der ist ja immer nur irgendwie alle 5 Minuten kommt er mal und lässt sich blicken. Ja, wie sollen wir bitte, meine Damen und Herren, wie sollen wir bitte diesen Safe hier, also wir können auch nichts machen. So, können wir irgendwo irgendwie die Notizen aufrufen? Ist es uns irgendwie möglich, diese Notizen aufzurufen? Anscheinend nicht. Hier hinter ist eine Tür. Und hier ist ein Bild. Da müssen wir hin. Oh. Okay. Die Frage ist nur, wie ich es formuliere. Also der Schlauch geht... Nee, dahinter ist er. Aber... Wir können... Wie kann man das hier öffnen? Bin ich bescheuert? Also, es muss ja... zwei Schlüssel geben. Wir müssen aber den richtigen... Ich weiß nicht... Okay, nein. War eh klar, dass das nicht funktioniert, aber... und... Ich sehe schon, Ruvik kommt gleich wieder. Können wir hier irgendwas nehmen? Also... Ich weiß nicht... also wir haben halt nur...
Ich bin gerade echt am... Also... hier haben wir nur noch eine Flasche. Unmengen an Stühlen. Ja, ja. Hier ist, ich weiß nicht, ist da drin was? Ja, hier. Okay, hier kann man sich nur verstecken. Oh, was ist da oben? Nichts. Aber, okay, wir konnten Rubik eben doch entkommen, als wir da rausgegangen sind. So, es muss doch irgendwas hier sein. Oder draußen sein. Ich weiß nicht, wir gucken einfach mal draußen. Ja, warte, wir machen das so. Kleine Idee. Wir speichern das Spiel jetzt einmal. Ich hab's gewusst. Er sagt jedes Mal, dass er es vergusst hat. Ja, will ich doch jetzt. Also, ja, wie soll ich das beschreiben? Rubik fickt uns eh alle 10 Sekunden. Oh, Glibbery Dibbery. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 14.000, das ist ordentlich. Davon können wir bestimmt was machen. Aber, ich weiß jetzt nicht, wie wir diese Schlösser... Oder wie wir das öffnen wollen. Wie wir das machen wollen. Also, wir waren in den anderen Räumen... Oder in den anderen... Räumlichkeiten. Und... Naja, also. Moment. So, jetzt haben wir einmal hier das sah gruselig aus. Da war gerade einmal so das Ding und so Witz. Okay, wir speichern einmal. Grausame Absichten. Okay. So, jetzt gehen wir wieder rüber. Und ich hoffe mal... Ich weiß nicht, ob wir jetzt in diesem Viertel, in diesem Abteil, diese Schlüssel finden können. Also ob zum Beispiel jetzt hier ein Schlüssel ist, das weiß ich nicht. Ob hier ein Schlüssel von den... Das versuche ich jetzt mal herauszufinden. Ob diese Schlüssel vielleicht hier irgendwo stecken. Also, ich weiß zwar nicht, warum sie hier sein sollten. Also gut, so, hier haben wir unseren... So, das Rätsel hier haben wir gelöst. Hier liegt sonst nichts, was aussieht wie ein Schlüssel. Naja, das könnte da reinpassen, aber das können wir nicht aufnehmen. Das ist irgendwas Gehirn aufbohren, irgendwie töten oder so. Naja. Ich sehe schon, komm, gleich kommt wieder dieses Geräusch. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich immer direkt auf Escape drücke, wenn der kommt, aber es ist einfach so dermaßen gruselig. Oder ich kriege so dermaßen Panik, weil das so laut ist. Ich meine, ich werde dieses... Ich werde ja nicht, aber ich mache den Ton ja immer leiser. Für die Aufnahmen, damit ihr mich besser hört und so, und deswegen nicht böse sein, wenn ich den halt immer vor Panik auf Escape drücke, weil es ist wirklich lauter und gruseliger, als es euch vielleicht vorkommt. Und warum, wo zur Hölle sollen hier denn so Möglichkeiten für Schlüsse sein? Ich verstehe es nicht. Kann man nichts kaputt machen, nichts aufmaken. Allein wie die Oma hier eben erstmal geheult hat, Alter. Geh auf, scheiß Dreckstür. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es hat was mit den Gemälden zu tun. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier waren wir schon. Also hier muss doch irgendwas sein. Ich weiß nicht, können wir das da wegsprengen? Ich weiß es nicht. Nein! Wir können hier nichts kaputt machen. Es gibt nur oben oder unten. Und... Ja, Bruder.
Aber wir kommen hier nirgendwo. Also ich bin gerade echt hart am Überlegen, was das sein könnte, wie das funktionieren könnte. Vielleicht müssen wir auch einfach das irgendwie ein Bildstück finden oder so. Warte. Hier vielleicht irgendwas. Also wir können nichts davon nehmen. Es ist halt einfach nur. Nee. Okay, ich habe nicht gecheatet. Nee, ich habe nicht hier. Oh, Rubik. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Wo ist er? Oh, Gänsehaut. Es ist so laut. Es ist so laut. Wo bist du? Ich hasse diesen Hurensohn. Oh Mann. Warum bleibt er nicht einfach weg? Oh. Okay. Also. Wir waren da noch nicht drin. Und das hier sieht ähnlich aus wie unten. Schau mal hier, was haben wir denn da? Unteres Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 9. Seht ihr? Da haben wir doch schon. Oh, ich hab so Gänsehaut. Was soll mir das sagen? Also hier haben wir ein Zahlenrad jetzt. So. Und woher soll ich denn jetzt wissen, welche Nummer das ist? Okay, gut. Und dann waren wir. Da kamen wir raus, aber hier ist. Ich weiß nämlich, wo wir noch nicht waren, nämlich oben waren wir noch nicht. Hier haben wir nämlich noch nicht aufgeräumt. Ja. Gut, Marcel, ist nicht laut oder so. Nein. Aber hier waren wir nämlich noch nicht. Und das Ding ist, wenn wir hier nämlich sind, so. Hier oben waren wir nämlich noch gar nicht. Ah! Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis. Brenn einfach. So. Also hier ist die obere Hälfte des Bildes und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute. Unten sind 2. So. Ich glaube. Oder ich hoffe. Dass der Code 11 und 2 ist. Weil unten sind 2.
Oben sind 11. Ich könnte mich irren, muss aber nicht. Wir gehen jetzt mal runter und schauen mal, was denn die Zahlenräder sagen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die beiden Zahnräder. 1, 2, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 1, 2. Oh mein Gott, das war sogar richtig. Ich bin ein richtig harter Ficker. Wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben das Rätsel gelöst. Unten 2, oben 11. Das war richtig, Alter. Das. Respekt. Ja, ich würde mir erstmal vielleicht hier das angucken. Erstmal hier dieses, von der Seite so. Das von der Seite. Da muss es hin. Und unten links dazwischen. Okay. Ich glaube es. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Simulation des singulären Komplexes, Zentrum der Hoffnung. Okay. Wenn uns jetzt Ruvik nicht begegnet. Oh. Hat ein Maul, interessiert mich nicht. Ich will nur noch hier raus. Oh yeah. Boom, bitch, get out the way, get out the way. Es ist gleich wieder so eine Szene, dass ich laufen muss. Oh, 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 nein, 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 nein. Sauberer Schnitt, gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Irgendwie kommt mir das hier nicht so gruselig vor als drüben. Ich hab so Angst, dass die sich einfach mal so umdrehen und richtig rumschreien, ne? Ruvik. Das ist Ruvik, aber was ist das? Ruvik! Ich mach dich kaputt, Junge! Komm her! Ich mach dich kaputt! Kaputt mach ich dich! Ey, der fickt mich doch richtig, Alter. Der will doch nur, dass ich ihm folge, aber es will die Story, also sind wir mal so naiv und folgen ihm. Nein, oder? Oh, Alter. Oh no, Alter. Nein, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir durch. Hier kommen wir durch. Da lang und lauf.
Was ist denn das für ein Mindfuck-Game, Alter? Ihr seid nicht creepy oder so. Nein. Na du? Na? Meine Frau. Mein erstes Date. Oh fuck, wie komme ich hier raus? Da. Oh. Ach, das ist ein Labyrinth. Hä? Erstmal hauen wir uns ein bisschen Dröhnung rein. Ach, der geht da durch, der geht... Was habe ich dir angetan? Ich habe dir gar nichts angetan. Was hast du uns angetan? Das ist so ein bisschen... Ja, aber... Ach, da! Nein! Geh auf! Geh durch! Weiter, weiter, weiter! Nein! Nerv mich nicht, du Spasti! Nein! Nein, 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 nein! Mach nicht schlapp, Mann! Alter, Licht! Licht! Oh, no, 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 nein, haben wir nicht. Ich habe dir nichts angetan, Digga. So, jetzt entspannen wir uns erstmal und nehmen erstmal ein bisschen Hero, weil dann ist alles entspannter. Mit Hero sieht die Welt viel bunter aus. So, meine lieben Zuschauer, da die Folge mich mal wieder ziemlich gefickt hat und ich Angst habe, dass Rubik gleich wieder um die Ecke steht, beende ich diese Folge hier einfach mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben. Kommentiert mit Kritik, mit sinnvoller Kritik. Wenn es euch auch noch gefallen hat, dann abonniert mich doch, beziehungsweise... teilt das Video mit euren Freunden, dann erreichen wir mehr, wir kriegen eine richtige Community und das bringt dann auch viel mehr Spaß. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffeln.